Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr hier dieses wichtige Event gestartet habt, dass ihr hier vor der Uniklinik ein Zeichen setzen wollt für die Pflegenden. Heute zum Internationalen Tag der Pflege geht es darum zu wertschätzen, was hier geleistet wird. Gerade zu heutigen Zeiten in einer Pandemie, die seit über einem Jahr nun die Welt beschäftigt. Und wir können einerseits sehen, dass wir hier in Deutschland aufgrund des vergleichsweise doch guten Sozial- und Gesundheitssystems sehr wenige, vergleichsweise wenige Opfer haben und auch Einschränkungen haben. Ich denke, auch in Deutschland muss man schon wertschätzen, dass hier dieses Sozialsicherungssystem die Leute nicht verhungern lässt und in der Regel auch gut die gesundheitliche Versorgung stimmt. Aber es zeigt eben auch, dass noch viel Luft nach oben ist, dass die Pflegenden hier in den Krankenhäusern und überall in der Republik Enormes leisten in den vergangenen 12 Monaten. Und dass die Wertschätzung dafür zwar in der Bevölkerung geäußert wird durch Klatschen, was ja erstmal ein nettes Zeichen ist, aber dass eben die Arbeitsbedingungen gerade in den schwer getroffenen Stationen auch überhaupt nicht akzeptabel sind, dass die Pflegenden dort weit über das hinaus leisten, für was sie eigentlich arbeitsvertraglich vereinbart sind. Und an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass ihr als Rückgrat unserer Gesellschaft, dass ihr die Last der Krise sozusagen auf euren Schultern tragt. Und natürlich stehen wir auch hier, um zu fordern, dass sich das ändert, dass die Bezahlung auch entsprechend läuft, dass die Arbeitsbedingungen verbessert werden, dass die Personaldecke aufgestockt wird, damit endlich auch genügend Leute da sind, um die Kranken zu pflegen in dem Sinne, wie es vorgesehen ist. Und nicht nur so, wie es gerade so machbar ist. Das ist wichtig, gerade heute am Tag der Pflegenden hier ein Zeichen zu setzen und auch an die Politik und die Arbeitgeber vor allem auch zu fordern, dass sie sich öffnen für bessere Arbeitsbedingungen, dass sie nicht um jeden Euro feilschen, dass sie endlich mal eingestehen, dass das Gesundheitssystem eine Aufwertung braucht, dass die gesetzlichen Regelungen auch so ausgestaltet werden müssen, dass die Menschen, die in der Pflege arbeiten und natürlich auch damit die Patientinnen- und Patientenversorgung deutlich besser werden könnte, wenn es mehr Personal geben würde. Deswegen stehen wir hier einerseits, um zu sagen, hier muss dringend was passieren, bessere Arbeitsbedingungen, bessere Entlohnungen, aber eben auch ein großes, großes Dankeschön dafür, dass ihr jetzt in den vergangenen 15 Monaten Unglaubliches geleistet habt. Ganz herzlichen Dank. Ja.